Ja, hi Leute. Wir spielen heute Dystopian Legions und zwar das Prussian Empire gegen mein oder gegen das Studio Empire of Britannia. Und ja, schauen wir mal, wie es läuft. Wir zeigen euch ein bisschen den Spielablauf, zeigen euch ein bisschen hier den Spieltisch und die Figuren und vielleicht ist es ja ganz interessant. Okay, also bis gleich. So, das hier ist der Spieltisch. Die Anfangsaufstellung ist bereits gemacht. Die haben wir schon mal hinter uns gebracht. Zum einen mal hier drüben. Upsa, das sind die Briten bereits in Gefechtsaufstellung. Zwei Line Infantry Sections, eine Sektion von diesen Sky Hussars mit den ja, Rauchwolken da hinten raus. Hier ist die zweite Infanterie. Dann zwei Tanketten von diesen neuen Modelle und dazu dann noch der Lieutenant und hier drüben der Anführer bei der ganzen Bande. Auf der anderen Seite haben wir dann hier die Preußen. Übrigens, Mitspieler Kai, sag Hallo. hallo. Kai, magst du was gerade kurz zu deiner Truppe sagen? Ja, klar. Also hier ist die erste Section auch der Infanterie mit dem Lieutenant. Dann zwei Teutonic Knights, eine eigene Einheit zusammen mit dem Professor und seinem Untergebenen. Dazu die Kettenkarre, sehr lustiger Name. Und eine zweite Sektion, die auch noch einen Sergeant dabei haben als Befehlshaber. Okay, wunderbar. Ja, schauen wir mal, ob wir uns ordentlich gegenseitig zusammenschießen können. Jo, eine Sache, die ich euch hier kurz vorab nochmal zeigen wollte. Es gibt bei Dystopian Legions zwei Kartendecks. Das ist einmal das eigentliche Spielkartendeck mit verschiedenen Karteneffekten. Und das ist vorgegeben. Man kann dort sozusagen ja spezielle Spieleffekte, Besonderheiten während des Spiels auslösen. Das Deck ist ja, wie gesagt, standardmäßig vorgegeben. Mit gewissen Einheiten, die man aufstellt, kann man weitere Karten in dieses Deck hineinbringen, beziehungsweise vorhandene Karten durch neue, an spezielle Einheitentypen angepasste Karten ersetzen. Es gibt also zum Beispiel ganz spezielle Karten für diese kleinen Panzer hier. Es gibt eine spezielle Karte für diese Sky-Husaren. Die kann man in das Deck hineinpacken. Dafür muss man auf eine andere Karte verzichten und so stellt man sich das zusammen. Zweitens gibt es hier dieses Activation Deck. Man muss sich vorher überlegen, wie man in welcher Reihenfolge man seine Einheiten aktivieren möchte. Das stapelt man dann eben auch in dieser Deckreihenfolge und wenn man dann am Zug ist, ja, aktiviert man dann entsprechend diese Einheit. Das heißt, man muss ein bisschen vorausplanen und genau wissen, was man machen will. Auf die zwei kann ich mal nicht schießen. Und habe damit 6 mal 2, also 12 blaue. Okay. Und es ist jetzt modifiziert um minus 1, Genau, das heißt, ich weil er in treffe der nur Luft auf sind. 5 und 6. 5 und 6, ja. Und die 6 haben Reroll oder automatisch Ja, die haben nur. einen Reroll. Nein, die Quatsch, die zählen als 2 und haben 2 keinen jetzt, Reroll. okay. Das heißt, es sind 6 Treffer. Alles klar. Ich schau mal gerade nach. Oh, das ist nicht gut. Meine Sky Hussars haben eine Injury Rating von 3. Du hast gesehen? Einen nur? Oder zwei? Zwei, Die, und den und dann den. fallen zwei raus. Mist. Nö. Nö. Das ist auch nix. Nee. Oh nein, sie schießen. Okay, also 12. Von Atze und das Treffen 4 von 6, ne? Ja. Ach, wenn es doch andere Würfe wären, aber es ist trotzdem gut. 2, 3, 4, 5, 6 und einer wird ja leider rausgecancelt, also nur 5. Der Mediziner springt hin, nimmt die Spritze, Thank haut you sie very much. hinein in den Hals und rettet ihn. So, das ist die Ende der ersten Runde. Diese beiden Kettenkarren oder wie sie heißen, haben ein wenig Zerstörung hier bei meiner Infanterie angerichtet. Im Gegenzug mit meinen schönen kleinen Minipanzern konnte ich überhaupt nichts anrichten.
Meine Flieger haben ziemlich gelitten, sind auch ganz schön hier in der Bedrängnis. Ich habe gedacht, ich kann sie wunderbar hinter dem Haus verstecken, habe aber dann ganz vergessen, dass die ja fliegen und ohnehin in der Luft sind, von jedem gesehen und beschossen werden können. Das heißt, die haben ganz schön was abgekriegt. Ansonsten, die beiden hier haben sich noch ein Shootout geliefert, also diese Infanterie mit der Infanterie. Und ich habe meinen Captain ein bisschen dämlich platziert, der musste jetzt erstmal aufholen und ja, schauen wir mal, wie es in Runde 2 weitergeht. Ach ja, genau, da drüben hat sich noch eine preußische Abteilung vorwärts bewegt, um mich wahrscheinlich von der Seite in die Zange zu nehmen. Bin ich ja mal gespannt, wie es in Runde 2 läuft. Nein, ein Erfolg geht weg wegen dem Medic. Ja, dann sind wir bei immer noch 10 Erfolgen, Injury Rating 3, immer noch 3. Ja, endlich mal ein bisschen was gebracht. Flammendes Inferno bei den Preußen. Der Brüssel. Diese Karte auf der Hand. Na super, so ja klar. Am Cardboards. Play this card on a section of Ketten Kader. The Tank Ketters MG 71 have an Ironclad Attack Dice Value of 5 until the end of the activation. Ouch. Das heißt, jeder von denen haben jetzt 5 schwarze. Oh, nee. Jungs. Aber ich werde sie vorher noch ein Stück wiegen, damit sie auch im Range Band 1 sind. Ja, das war jetzt echt ein Witz, dass die es nicht hingekriegt haben. Jeder mit 3 blauen auf Range Band 2 geschossen und statt 2 Successes keinen erreicht. Ja, schönen Dank auch. So, weiterhin das Gefecht hier um die Häuserruine. Ich glaube, ja, die Skyhusaren sind jetzt weg vom Fenster. Aber die Verstärkung ist ja schon im Anmarsch hier hinten. Mit jede Menge Hufeisen dabei. Jo. So. Preußen wagen sich ganz schön nach vorne, marschieren wieder. Und sehen wir mal, wie das jetzt ausgeht, hier auf die Briten das Feuer zu eröffnen. Wir sind am Ende der zweiten Runde und die Briten haben ordentlich federn lassen müssen. Die, ja, Häuser auch ein wenig. Die Husaren sind weg vom Fenster. Dafür hat die preußische Infanterie hier ein bisschen mitgenommen. Stehen leider immer noch, aber liegen im Dreck mit 2 Shaken-Markern. Für mich sehr bedauerlich. Die beiden preußischen kleinen Tanketten hier habe ich überhaupt nichts angerichtet, obwohl ich eigentlich echt Chancen hatte. Im Gegenzug dafür habe ich einen Shaken-Marker kassiert. Und ja, die Preußen, die sich hier im Eilschritt, im Stechschritt um die Häuserecke nach vorne begeben haben, haben dann auch hier ganz schön meine Jungs aufgerieben. Also ich stehe gerade nicht so wirklich gut da, hoffe mal, dass die dritte Runde irgendwas bringt. Also das ist hier ein ganz fieses, blutiges Gemetzel. Zu Beginn der dritten Runde haben meine Briten aus allen Rohren gefeuert, noch mit dem Drummer die Bonuskarte gezogen, 5 Verluste bei den Preußen angerichtet, einen Shaken-Marker erzeugt. Und was machen die Preußen? Karte ausspielen, um den Shaken-Marker wieder loszuwerden und feuern jetzt zurück. Das ist aus nächster Nähe richtig, richtig bitter, aber lustig. So, was bist du von 8 zurück? Ja. Verrückte Professor mit seinem Energiehandschuh versucht sein Glück an den britischen eingelaufenen Schrumpfpanzern. Da sollen übrigens Personen drin sitzen, was von der Größe her, glaube ich, fast nicht möglich ist, aber okay. Blöde Frage an die Community, wir haben hier ein kleines Problem und zwar hat der Bursche hier einen Shaken-Marker bekommen in der vorherigen Runde. Das ist eine Zweier-Unit. Jetzt die Frage. Ich habe einen Command-Test gemacht und den habe ich mit der Einheit nicht geschafft. Das heißt, normalerweise, wie es bei Infanterie der Fall ist, sie kriegen einen weiteren Shaken-Marker. Das erscheint uns jetzt ein bisschen merkwürdig, weil bis auf, dass es bei ihm einmal ein bisschen gewackelt hat und ansonsten keine Verluste waren, ja, eigentlich alles in Ordnung ist. Die Frage ist jetzt, wenn jetzt noch ein dritter Shaken-Marker kommen würde, wäre die Einheit komplett raus, ohne dass irgendwas wirklich gefährlich gewesen wäre. Werden die Shaken-Marker für die einzelnen Tanketten individuell gezählt oder hat man halt einfach Pech gehabt, weil man sie als Zweier-Einheit aufgestellt hat? Ich hoffe, ich habe es einigermaßen klug erklärt und ja, vielleicht hat ja jemand eine Antwort darauf. Wir sind am Ende von Runde 3 und es dünnt sich auf beiden Seiten so ziemlich aus. Hier geben sich die preußische Infanterie und die britische Infanterie aus nächster Nähe in Shootout.
meine beiden Tanks, immer noch mit der Regelfrage, die hier offen ist, ja, haben sich in der Mitte ganz gut platziert, aber ihnen gehen die Ziele aus. Im Gegenzug dazu werden meine Briten hier drüben zusammengeschossen. Aber auch die Preußen haben Verluste. Einer von den Teutonic Knights ist flöten gegangen. Eine Kettenkarre ist weg. Und ja, da hinten steht auch nicht mehr so wirklich viel. Und da drüben auch nicht. Ich glaube, Runde 4 ist es dann ziemlich schnell gleich gelaufen. Ich muss doch filmen. Okay. Also der Professor nochmal gegen den... Das sind 2 und Reroll 4, okay. Das 6. Erwischt ihn dann. Ja, er hat ja nur eine Rüstung von 3 vorne. So, das ist egal, ich muss sowieso einen W6. Mhm. Ja. Das wäre eine 5. Wäre ein Schaden. Plus Hullprompt. Ich habe noch irgendeine sinnvolle Karte auf der Hand. Die. Nein, habe ich nicht. Nein. Okay, der ist weg. Ja, und die nächste. Out. 2, 3, 4, 5, 6. Und einen kannst du noch? Also, nein, kann ich nicht nochmal würfeln. Ach ja, stimmt. Okay, 6. Erfolge. Das sind wieder 2 raus. Und damit ist die Section hin. Jo. Ja, also ich glaube, wir beenden das Spiel. Von meiner Seite aus stehen nur noch der Lieutenant und der Captain und das arme kleine Fahrzeug hier, und die Preußen haben einfach noch an allen Stellen ein bisschen mehr. Ich glaube, damit war es das. Ende der 4. Runde, das Spiel. Und ja, wir sind durch. Machen noch eine kleine Nachbesprechung und sehen uns gleich wieder. Ja, also kurze Nachbesprechung zusammengefasst. Mit den Shaken-Markern und die Moralregeln sind immer noch ein bisschen verwirrend. Das war jetzt unser zweites Spiel. Das war lief zwar jetzt schon flüssiger, aber es ist immer noch nicht so ganz klar, gerade ja, bei den Ironclads, Shaken-Marker, wie funktioniert das jetzt? Wann wird wie Moraltest gemacht? Da wäre es echt gut, wenn mal das volle Regelbuch erscheint. Und ja, der Medic ist bei den Preußen echt stark, muss man sagen. Und von meiner Seite aus, ich meckere ja gerne, und der Captain Smethington ist bei weitem nicht so prickelnd, wie es den Anschein hat. Also eigentlich er ist gut für die Moral, aber ansonsten so auf dem Spielfeld habe ich jetzt nicht so wirklich ein großes, bei kleinen Spielen zumindest noch nicht so einen großen Vorteil in ihm gesehen. Da ist der Bursche hier, der neue von den Preußen, doch besser mit diesem Kampfhandschuh, dass er sowohl Infanterie als auch Ironclads angreifen kann. Nichtsdestotrotz, Dystopian Legions macht auf alle Fälle Spaß, und nochmal danke an den Kai für die Runde, und wir machen jetzt Schluss und werden aber bestimmt bald nochmal ein drittes Spiel machen. Also, tschüss!